Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ich muss mal kurz schauen, ob mein Salat schon fertig ist, weil Merlin sich unbedingt einen Salat wünscht und ja. Let's go. Alles fertig. Ich hoffe, Stitch war doppelt gut, dass wir ein bisschen Salatvorrat haben. War... Schnell, 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 schnell. Okay, das ist eine Menge. War da gerade plus 4 gestanden? Einmal ist da gerade plus 4 gestanden. Jetzt machen wir hier erstmal Erinnerung. Oh, Rapunzelgewehr. Das Bild ist schon gut vollständig auf jeden Fall. Sprite wieder kühlgestellt. Wasser. Ich trinke nur noch Wasser. Stitch. Ich mach mal hier die eine Karotte hin. Aber ja, habe ich schön in den Kühlschrank gestellt. Dann bringen wir es mal ganz kurz ins Haus. Aber das nervt, wenn da mal alles reingeht. Aber die 50 Salat können rein. So. Okay, bleibt ein bisschen was über. Das heißt, es kann da rein. Also einmal das, die anderen kommen rüber. Dann haben wir noch unsere Kiste von den anderen Tal, dass es nicht durcheinander kommt. So, dann gehen wir jetzt noch einmal zu Merlin, dass der sein Essen bekommt. Und dann gehen wir Früchte pflücken. Mir ist echt warm gerade. Meeresfrüchte-Salat. Mal schön kochen und... Geil. Sei gegrüßt, mein Liebe. Hier deine Bestellung. So. Okay, er ist wieder dankbar. Das freut mich. Gut. Dann pflücken wir jetzt ein paar Früchte. Vielleicht sind unsere Zwiebeln auch schon reif. Schauen wir einfach mal. Nee, die sind noch nicht reif. So. Okay, eine weitere Erinnerung. Okay, dieses kleine Schweinchen. Und wir haben ein Bild komplett. Oh, Layla, wie konnte ich nur meinen Freund Pua vergessen? Das süße kleine Schweinchen muss große Angst haben. Pua war nicht bei uns, als Maui und ich aus dem Dorf nach dem Vergessen verließen. Pua muss hier irgendwo sich verstecken. Mach dir keine Vorwürfe. Das ist nett, dass du das sagst. Könntest du ihnen helfen, meinen Freund zu finden? Ich werde dir helfen, Pua zu finden, denn du bist meine Freundin. Danke, ich weiß deine Freundschaft wirklich zu schätzen. Pua muss sich irgendwo im Dorf verstecken. Ich wette, wir können Pua mit etwas Essen aus seinem Versteck locken. Kokosnüsse wären perfekt. Okay, ich hole Kokosnüsse. Ein paar Coconuts. Oh. Also bringen wir Jana die 200 Kokosnüsse, die wir gerade gesammelt haben. Gut. Die kommt da gerade runter. So, einmal Kokosnüsse. Ich habe alles, was ich brauche. Danke. Mit diesen Kokosnüssen kann ich Pua herauslocken. Oh, noch eine Anführerscherbe. So, eine Anführerscherbe für dich. Oh, sie hat es dann geschafft, die Mission. Ja.
Nicht gut. Danke, Layla. Ich werde diese Scherbe zusammen mit den anderen aufbewahren. Und ich werde mir überlegen, wie ich Pur aus dem Versteck locken kann. Sobald ich eine Idee habe, werde ich dir Bescheid geben, damit wir Pur gemeinsam finden können. Kann ich das auch gleich noch machen? Ja. Wer hätte das erwartet? Aber was war jetzt der Grund für den Auslöser? Okay, wir haben Remy und wir haben Dreamlight Valley. Glückwunsch. Hallo Layla, ich habe es mit meinem Plan in der Tat umgesetzt, nachdem du mir die Kokosnüsse gegeben hast. Willst du mitkommen, um zu sehen, ob Pur sich geholt hat? Ich drücke die Daumen, lass uns gehen. Ich weiß, was Daumen drücken bedeutet, aber er klingt gut. Folge mir. Ach, zum Fischerboot. Soll ich es vielleicht noch ziemlich ausbauen? Das. Sieh mal, da hat jemand versucht, die Kokosnüsse zu öffnen, aber es hat es nicht geschafft. Ich wette, das war Pur. Tolle Neuigkeiten. Nicht zum Strand, so viel sicher. Du kannst Pur folgen und ich bleibe hier, falls mein Freund zurückkommt. Okay. Lass schauen, du bist eine gute Wettenletzerin. Nachdem er versucht hat, all diese Kokosnüsse zu öffnen, wird Pur Durst haben. Versuche einen Ort zu finden, an dem Pur sich hier fühlt und frisches Wasser hat. Ich glaube, Pur ging auf der Suche nach frischem Wasser. Auf die Wiese? Ja, eine gute Idee. Bitte sieh dort nach. Schauen wir mal nach, ob wir Pur dort finden. Da schon mal nicht. Sein Kaninchen. Süß. Ah, da hinten. Das sind Spuren. Vajana rennt mir trotzdem noch, obwohl sie hier bleiben wollte. Na, Vajana. Wenn Pur Wasser gefunden hat, würde er als nächstes sich voll in die Sonne legen. Ganz bestimmt nicht. Schweine können einen Sonnenbrand bekommen. Sie haben eine sehr empfindliche Haut. Außerdem war Pur bereits am Strand. Nach etwas zu essen suchen. Ja, und ich weiß wo. Remis Restaurant im Dorf. Pur muss dorthin gegangen sein. Lass uns nachsehen. Ja. Bestimmt sieht er so ein Schild. Ah, da gibt es ein Restaurant. Da gehe ich mal hin. Hört sich voll nach dem Schweinchen an. So vor, mit mir zu reden oder nicht so? Okay, schaust du mich jetzt einfach blöd an? Ja. Nein, warum buggt das jetzt? Ich kann mich drehen? Kann ich irgendwas drücken? Versuch's mal mit Tastatur. Okay, ich muss mal das Spiel neu starten. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe die Aufnahme, also habe kurz das ganze Ding neu gestartet. Ich möchte eigentlich Stitch wieder mitnehmen. Da unten kommt Donald, mit dem können wir kurz reden. So. Hey Donald, ich habe ein Schild mit einem Bild von dir auf der friedlichen Wiese gefunden, aber anscheinend hat das jemand bemalt. Arg, was soll das? Wer würde. Oh, ich weiß, wer das war. Das war Stitch. Wenn er das noch einmal macht, dann werde ich. Arg. Beruhig dich, atme tief durch. Beruhigen? Warum sollte ich mich beruhigen? Jedes Mal, wenn ich mich drum umdrehe, macht Stitch etwas anderes kaputt. Was hat Stitch angestellt, um dich so zu verärgern? Er hört nicht auf mich zu nerven, hinterlässt Zahnabdrücke, meinen Steg stiehlt, die Würmer aus meinem Angelkasten. Und dann hat er mich gefragt, ob ich hässlich wie ein Entlein bin. Ich glaube, du hast Stitch missverstanden. Eine seiner Lieblingsgeschichten ist das hässliche Entlein. Ich habe nichts missverstanden, er hat mich auf mich abgesehen. Also habe ich die Schilder im Dorf aufgestellt, um Stitch zu sagen, dass er von meinen Lieblingsplätzen fernhalten soll. Das ist aber nicht so nett. Das ist für alle da. Ganz genau, und ich teile das Dorf gerne mit allen, die sich zu benehmen wissen. Aber Stitch versucht es nicht mal. Ignoriert meine Schilder. Aber das ist noch nicht alles. Er hat Grimassen auf die Schilder gemalt. Vielleicht kannst du mit Stitch reden und versuchen, ihn beizubringen, dem Eigentum zu respektieren. Danke. Wenn Stitch mich nicht in Ruhe lässt, werde ich sein Raumschiff reparieren und ihn auf den Mond schießen. So, Stitch ist da oben. Ja, Kombi Stitch und Donald ist interessant auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass es zwischen dir und Donald ein paar Streitigkeiten gab. Keine Streitigkeiten. Stitch macht Streiche. Donald macht Arg. Donald ist mein lustiger Freund. Freund, du spielst Donald einen Streich, weil du es lustig findest, wenn er wütend ist.
Manche Leute mögen das nicht. Donald wirkt wirklich wütend. Du musst deine Grenzen respektieren. Oh, soll ich aufhören, Donald Streiche zu spielen? In Stand auf Pulsometer ist Stitch zu schlecht. Mach dir keine Sorgen, wir bekommen es in den Griff. Stitch wird sich besser machen, versprochen. Warum fangen wir nicht damit an, die Schilder zu ersetzen, die du bemalt hast? Ich werde dir beibringen, Sachen zu reparieren. Lass uns Donut-Schilder reparieren. Wir müssen Hartholz, Weichholz und beschädigten Schilder finden. Ah, super. Agatha, lass uns abhängen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zum Restaurant, dass wir mal schauen, ob Pur da war. Oh, Sauerei. So. Pur hat Essen kaum angerührt. Mein Freund muss weggelaufen sein, kurz bevor wir hier ankamen. Es gibt nur einen Ort, an dem Pur gehen könnte. Das ist der Wald. Das macht am meisten Sinn. Sollte sich Pur vor etwas erschrecken, würden das lange grausende Schatten der Bäume in sich ergeben. Lass uns nachsehen. Ja, dann schauen wir mal. Ich suche Pur im Wald. Und überraschen lassen. So. Ich weiß nicht, wo wir hingehen müssen. Suche Pur im Wald. Muss eh Hartholz sammeln. Ach ja. Hartholz, geil. Was für eine Freude, Hartholz wieder sammeln zu dürfen. Das macht mir am meisten Freude. Nachtschwebe. Oh, die ganzen Zwiebeln sind fertig. Eigentlich müssen wir die jetzt ernten, aber wir machen es kurz mit Pur, dass die andere uns nicht hinterher rennen braucht. Oh, Pur ist gefangen. Ach, das. Ich dachte mir schon so, warum sind hier so viele Nachtdorn auf einmal? So. Dann einmal Anführerscheibe. Hier. Okay, Mission mit Bayana wieder abgeschlossen. Sehr schön. Danke, Leila. Du hast meinen Freund gerettet. Pur hier bei mir zu haben, bringt so viele Erinnerungen zurück. Ich habe ein Gefühl, dass wir mit diesen Anführerscherben etwas tun müssen. Ich weiß noch nicht, was. Wir sollten auf jeden Fall später reden, okay? Und hat sie gleich nochmal eine Mission? Schauen wir mal nach. Bist du denn Ayana, Level 10. Können wir dann demnächst machen. Ich ernte jetzt erstmal mit Stitch. Dann machen wir erstmal Stitch seine Mission und dann schauen wir, dass wir Vajana hochkriegen. So. Erstmal ernten. 90 Zwiebeln wollen von uns geerntet werden. Glaube ich, dass es 90 waren. Oder waren es 84? Nee, ich habe das auf 90 erhöht. So. Wenn nach der Reihe jetzt nichts Goldenes kommt, müssen wir mal ganz kurz die ganzen Zwiebeln einsammeln. Das wird jetzt echt viel. Okay, Stitch ist hochgestiegen auf Stufe 4. Geld. Was wir nicht mehr so nötig haben. So. Okay, da hat ein bisschen was verdoppelt. Gold. Okay, alles plus eins noch. Aber ich meine, dass ich gerade eben halt einmal plus vier gesehen habe. Vielleicht ist es jetzt richtig selten, dass es von einmal von 100 vorkommt. Und wenn Stitch jetzt noch ein paar Mal hochsteigt, dann kommt es irgendwie so alle 50 Mal vor. Wir werden sehen. Was macht die da für einen Beschwörungstanz auf meinen Zwiebeln? Alles plus eins. Plus vier war noch mal. Okay, ich habe mich gerade nicht verschaut. Es gibt auf jeden Fall mal plus 4, dass er Wir sind jetzt erntet. in Paris, aber ich kann damit arbeiten. So. Wir müssen halt damit Vajana so irgendwas machen, dass die halt hochsteigt. Sie mit dir spielen. So, dann einmal ganz viele Zwiebeln zum Verkaufen. Und das obere Zeug können wir eigentlich auch wegtun.
Ich heb mal da noch mal ein paar auf. Und der andere Solar ist auch zu viel. 40 Geld nehme ich. Kaufen. 90. Verkaufe 3 Gemüse. Wir haben ein bisschen mehr verkauft. Gut, dann machen wir an der Stelle aber mal einen kurzen Cut und nächstes Mal pflanzen wir dann hier an. Bis dahin. Bye.